dämmerlicher Jedi. Wow. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Star Wars Jedi Knight Jedi Academy, wo wir schon freudig begrüßt werden von einem Sith. Wow, mit Action beginnt es heute direkt. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe eben das Spiel geladen und einfach nur wieder bis zu dem Punkt gespielt, wo wir uns zuletzt befanden. Cool. Das ist natürlich schön, direkt so begrüßt zu werden. Aber es ist doch nett, wenn man weiß, die Leute sorgen sich um einen. Man merkt, man merkt halt, ne? Genau, da fehlen mir noch gleich die Worte. Wir befinden uns hier in einer Art Schlucht und sollen diese untersuchen. Nach den Sith-Anhängern des Sith-Kults. Jo, begeben wir uns einfach mal hier entlang und suchen. Ich kann in diesem Ding kaum sehen, als wäre ich schon wieder eine Sturmtruppe. Du warst bei den Sturmtruppen? Ja, aber ich habe es nicht ertragen, immer Befehle zu bekommen. Daher bin ich mit dem ersten Schiff geflohen. Clever. Ach, übrigens, der Boss hat uns befohlen, an der nördlichen Halle zu patrouillieren. Na dann mal los. Ja, nach diesem netten kleinen Gespräch würde ich sagen, hauen wir den einfach mal mit unserem Stoßgewehr eins in den Rücken, um sie von hier oben direkt wegzupusten. Mittlerweile sind wir so weit fortgeschritten in der Macht, dass wir sogar große Abgründe überwinden können, höher springen können, hui, und somit auch weiter fallen können. Es wäre ja Quick Save. Es wäre ja schade, wenn man so hoch springen könnte und man sich jedes Mal verletzen würde. Irgendwie kontraproduktiv. Deswegen halte ich das für eine gute Maßnahme. Wir schießen die auch mal. Oh, der hat sich geduckt. Und der? Ich glaube, der will nicht. Wir wechseln lieber wieder auf Lichtschwert. Macht mit. Ah, komm. Schrei nicht so rum. Eindringling. Stopp. Eieiei. Haben wir nicht Absorption irgendwo? Jawohl. Dann können wir nämlich alle Machtfähigkeiten von dem aufsaugen. Ist das nicht toll? Jawohl. Und mit einem beherzten Sprung sollten wir mittlerweile diese Klippe hier schaffen können. Jawohl. Mit Leichtigkeit. Sammeln uns ein Energiepack ein. Hatten wir so viel Energie schon verloren? Auf jeden Fall sollten wir uns heilen, merke ich gerade. Durch die Absorption war natürlich die Machtregeneration gestoppt. Aber das macht nichts. Wir warten einfach geduldig hier auf diesem netten kleinen Vorsprung. Mit dezenter Beleuchtung. Heilen uns. Ja, geben das auch durch eine verbale Äußerung zum Besten. Warten, bis unsere Macht wieder einigermaßen aufgefüllt ist und versuchen, hier rüber zu springen. Jawohl. Man merkt schon, wir sind flexibler geworden, was die Bewegung angeht. Allerdings der Boden auch. Was geht hier vor? Hui. Ah, okay. Zuerst der Kollege hier. Ich glaube, den schalten wir mit einem Machtblitz aus. Ach komm. Stell dich nicht so an, Junge. Mit dieser wunderbaren Art, das Laserschwert zu schwingen, haben wir es geschafft, ihn zu besiegen. Mittlerweile können wir Laserschüsse auch direkt zum Ziel zurücklenken. Was doch extrem praktisch ist. Und ich glaube, die Farbwahl von den Laserschwertern war hervorragend gewählt. Das sieht doch toll aus. Ein Hauch von Bösen mit dem Orangenen vielleicht. Aber nicht zu böse, durch das Grüne verdeutlicht. Doch, ich bin zufrieden. Welchen Weg wählen wir? Ich wähle diesen. Schöne Lampen. Eieiei, was war das? Ich warte auf die Explosion. Okay, gucken wir mal, was hier los ist. Ich gehe davon aus, dass diese Brücke gesprengt werden wird. Nein! Niemals! Friss Stoßgewehr! Quick Save. Und wir versuchen natürlich die Brücke dennoch zu meistern. Denn auch zerstörte Brücken halten uns nicht auf. Waffe? Waffe? Können wir nicht aufnehmen? Maximale Munition erreicht. Auf geht's durch diesen Gang. Da erwarten uns schon zwei Laserschwert schwingende Freaks.
Und dahinter noch mehr Leute. Ich gehe direkt mal auf Absorption. Das ist, glaube ich, die beste Machtfähigkeit, die wir im Moment einsetzen können. Einfach um die Macht von den Gegnern aufsaugen zu können und selber keinen Schaden zu erleiden. Das ist doch hervorragend. Und wir gehen wieder mit unserer Berserker-Taktik vor. Die normalerweise immer ganz gut funktioniert. Wenn man auf unser Leben guckt, gerade nicht. Das dürfte aber auch daran liegen, dass er im Berserker-Modus ist, wie man in dieser roten Umrandung sehen kann. Jetzt bin ich der Meister. Schnell laden. Okay, was machen wir also? Wir spielen mit Thermaldetonatoren rum. Das war nicht klug. Er konnte nicht abwehren. Ich bin stärker als du. Ja, ja, ja. Wir nehmen uns Typen einfach einzeln vor. Wie gut bist du denn wirklich? Ich glaube, das ist einfacher auch. Da muss ich jetzt ganz schnell linke Maustaste drücken. Eine Art Machtduell-Absorption. Er kann uns nichts anhaben, verbraucht seine gesamte Macht und wir strecken ihn nieder, während er sein Laserschwert noch nicht gezogen hat. Zack. Leuchten tut er wenigstens noch schön. Aber nicht so schön wie unsere Laserschwerter. Ja, du kommst einer dran. Und wieder unsere zwei Freunde von eben. Der eine hat gerade eine Art Supermachtattacke gemacht. Das können wir auch. Links- und Rechtsklick. Beides einmal drücken. Gleichzeitig. Dann machen wir diesen coolen Move. Hab ich ganz vergessen. Danke, dass du mich dran erinnert hast, toter Mensch. Oder bist du noch am Leben? Bist du der? Ich weiß es nicht. Ist auch egal, wir töten beide. Absorption. Kann uns nichts. Wie gut bist du denn wirklich? Willst du es wirklich wissen? Das glaube ich nicht. Denn dann passiert Folgendes. Ja. Und nochmal. Nein, wir sind kein Sith. Wir bewegen uns auf dem Weg der Tugend. Der Reinheit. Der Sanftmütigkeit. Jawohl. Und ich sehe, dass wir hier durch können, wenn wir den Schub nicht einsetzen. Griff? Nein. Zerstören? Schub. Schub. Auf jeden Fall kann man hier irgendetwas... Ah. Aha. Benutze Gespür, dann siehst du auch, was du tun sollst. Haben wir doch von Meister Katan gelernt. Und hier befindet sich immer noch so eine Art Mauer, unsichtbar. Schick. Doch, schick. Ich halte es für einen Texturenfehler. Noch einer. Sag mal. Lebensmüde. Nicht mehr alleine zu stellen. Fliegen tut er gut. Ist bestimmt Pilot. Kontrollpunkt. Das ist doch schön. Kontrollpunkt, obwohl es Schnellspeichern gibt. Aber ich glaube, schwer kann man nicht schnell speichern. Das sehe ich anders, Freund. Freund der Nacht. Wir setzen Geschwindigkeit ein, um seiner Machtgrade zu entgehen. Damit sollten wir ihn eigentlich treffen können. Ich bewege mich einfach gar nicht. Ich drück. Oh. Ich bin stärker als du. Vielleicht sollte ich das doch für mich bewegen. Schnell laden. Na. Diesmal wäre Kontrollpunkt wohl angebrachter gewesen. An solchen Stellen bin ich dann doch zu voreilig. Na komm, die haben wir schon mal besiegt. Wenn wir es schon einmal geschafft haben, schaffen wir es aus. Noch einmal, komm her. Auch wenn du dich in Machtrage befindest. Sag mal, wie oft willst du denn getroffen werden und schreien? Der Tod erlöst dich. Guck mal, bei dem schrecklichen Anzug, den du tragen musst. Kommt jetzt nochmal Kontrollpunkt? Jawohl. Wir machen jetzt trotzdem einen Quicksave, falls ich mich nochmal verdrücken sollte. Stellen uns auf den Kerl ein, der jetzt kommt, indem wir Machtabsorption wieder nehmen und bekämpfen ihn hoffentlich heldenhafter, indem wir einfach das machen.
Und er hält sich einfach außerhalb auf. Und hat mich vorher sogar noch einmal gehauen. Die Fähigkeit ist bescheiden. Das war gerade ein schöner Move. Mit beiden Laserschwertern durch den Hals. Sah jedenfalls so aus. Quick Save. Hopp. Auch die größten Höhen machen uns nichts aus, denn wir sind Jedi. Jämmerlicher Jedi. Ja. Fall runter. Ihr nicht. Nur du. Ich brauch mich noch. Nochmal Quick Save. Kommen wir hier Wie rüber? Wie soll ich denn da rüberkommen? Stopp. Benutzen wir mal Geschwindigkeit. Schön. Stopp. Hui. Fast. Haben wir sie auch mal schreien gehört. Der Effekt war aber dennoch schön. Mit den Lichtschwertern so an der Wand. Wie soll ich denn da rüberkommen? Möglicherweise kann man aber darüber. Ich mache nochmal einen Quick Save und versuche jetzt hier an der Seite auf dem Ding... Ha! Wir sind super. Das hätte wohl niemand erwartet. Außer derjenige, der das Spiel schon mal gespielt hat. Der hätte es erwartet. Beziehungsweise gewusst. Ihr wisst, was ich meine. Ich spüre dich, Jedi. Das ist ja schön. Wie fühle ich mich denn an? Ein Eindringling. Hol mich doch, Jedi. Wir wurden jetzt schon wieder mehrmals getroffen. Und wir sind tot. Da habe ich die Aufnahme kurz beendet.